Frage ist jetzt halt nur, wo gammelt die wieder? Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich dachte, Kamsky wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das. Aber du hast nicht gefragt. National still bleiben. Kamsky hat nur mit mir gespielt. Er wusste gar nichts. Von der Serie Amanda's Bild. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamsky mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut war. Er entschied sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Von der Serie. Welche Rolle spielt CyberLife bei all dem? Was wollen sie wirklich? CyberLife will nur diese Situation beenden und weiter Androiden verkaufen. Geheimnis. Sie haben mir nicht alles gesagt, was Sie über Abweichler wissen, oder? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Ha! Nur du kannst einen Bürgerkrieg noch verhindern. Finde die Abweichler. Oder es kommt zum Chaos. Das ist deine letzte Chance, Connor. Das wird halt zu Chaos kommen. Ich liebe Chaos. Chaos ist. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans CyberLife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Okay. Ja, jetzt stehen wir hier. Mit Zeit. Du gehst also zurück zu CyberLife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Wenn die Abweichler sich erheben, kommt es zum Chaos. Wir hätten sie stoppen können. Jetzt ist es zu spät. Als du den Androiden nicht töten wolltest, dabei Kamsky. Du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Ich bin kein Abweichler, Hank. Ich bin eine Maschine. Mehr nicht. Aufrichtig, Freunde. Vielleicht kann ich das nicht beurteilen, aber... Sie sind ein hervorragender Polizist. Und ein guter Mensch. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben.
Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Doch, können wir. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird Cyberlife mich zerstören. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Okay. Der Kellerschlüssel liegt auf meinem Tisch. Und beeil dich, ich kann sie nicht ewig aufhalten. Okay. Schlüssel. Ab in die... Du verdammter Schwanzlöcher! Ja, Hank, hau zu! Hey, Connor! Ich rede mit dir, Arschloch! Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastik-Arschlöcher. Hat dir das keiner gesagt? Ironisch bedeckt halten, ruhig. Ironisch. Ich werde noch die Beweise in meinem Besitz erfassen. Aber keine Sorge. Ich bin sofort weg. Unser spezielles Verhältnis wird mir aber fehlen. Du verdammter Scheißkerl! Na dann los. Beeil dich mal ein bisschen. Geh weg. Erzähl dich. Wichser. Selber. Scheiß Androiden. Selber. Alles, was man sagt, ist man selber. Nein, nein, nein. Stopp. So. Jetzt ist gut. Jetzt wird lustig. Hanks Passwort. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Scheiß Passwort. Natürlich. Wo ist Jericho? Die Antwort ist hier irgendwo. Die Zeit läuft. Ich muss schnell sein. Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Marcus, wo versteckst du dich? Skulptur. Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Der seinen Besitzer ermordete. Das war das, ne? Ich meine, ich habe irgendwas mit 417 gelesen. Gelogen, Connor. Ich hab dir vertraut und du hast gelogen. Du hättest das Kind umgebracht. Ich hatte keine andere Wahl. Ich muss Jericho finden. Weißt du, wo es ist?
vergeudest deine Zeit. Ich weiß nichts über Jericho. Aber ich hoffe, du wirst noch für deine Taten bezahlen. Ja. Okay. Hallo? Ich will den anderen haben. Ja. Einer der Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehackt haben. Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. Drei neun acht. Wie easy das geht, ne? Einfach alles. So. Einsetzen bitte. Dich reaktiviert, damit du mir hilfst. Ich muss Jericho finden. Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Soll denn austricksen? Kann ich aber nicht. Nee. Ich kann ja nicht austricksen. Kann ich nicht irgendwie... ich muss so eine Stimme haben. Wahrscheinlich auch nichts, ne? Bringt auch nichts. Ich muss irgendwie Stimmspeicher, irgendwas war da gewesen. Ja. Stimmprobe, sag ich doch. Irgendwas war da gewesen. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Jackpot. Wer ist da? Wer ist da? Wer bist du? Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Marcus? Bist du das? Ich wollte zu dir. Der Abweichlerjäger hat mich gestoppt.
Dank dir hat er mich nicht gefunden. Du hast mich gerettet. Du hast Jericho gerettet. Jetzt wird alles gut. Ich werde dich nach Hause holen. Sag mir, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Wo du Jericho findest? Ja. Ja, natürlich. Marcus? Ist das du, Marcus? Verlass mich nicht, Marcus! Puh. Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Woo! Verstanden. Ah, Krawatte richten. Außen rein. Arschloch. Was ist dir passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Wir sind fast da. Erstmal ohne Witz, wenn es solche Autos gibt, ne? Die haben ja nicht mal mein Lenkrad, man kann ja nicht wirklich eingreifen und. Braucht man denn noch einen Führerschein? Der Androiden an die zuständigen Behörden, wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay?
Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Aber Hauptsache, wir landen erstmal in Jericho. Oh. Connor. Ja, jetzt darf ich das mit Connor machen. Dann wird auf jeden Fall jetzt gleich noch entspannt. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte zwei Drittel ihrer Truppen verloren haben, die aus spezialisierten Androidenmodellen bestanden. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Ist extrem alarmierend. Entweder sie oder wir. Wir müssen die Dinger zerstören, bevor sie uns alle töten. Wir haben das Ding mit Benzin angesteckt. Dieses Scheißding hat auf meine Kinder aufgepasst. Sie jagten die Polizei und schlachteten sie ab. Ja. Die Dinger sind Monster. Monster, sag ich dir. Nachher, Android. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt. Gleichzeitig. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Entweder sie oder wir. Wir müssen die Dinger zerstören, bevor sie uns alle töten. Wir haben das Ding mit Benzin angesteckt. Dieses Scheißding hat auf meine Kinder aufgepasst. Sie jagten die Polizei und schlachteten sie an. Diese Dinger sind Monster! Monster, sag ich dir! Nach der Androidenkrise und... Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten. Sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium.
Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Hackt! Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Verbindung, kein Unterschied. Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Familie! Okay, hier ist eine Erinnerung bei uns, wa? Obwohl, das wurde ja nicht gezeigt. Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Gar keinen. Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Dann gehen wir mal zu Alice, wa? Dann gehen wir mal zu Alice. Kara, stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Das ist eine aggressiv entschlossen. Wir konnten das nicht einfach hinnehmen. Sie töten uns. Nichts wird das je rechtfertigen. Lerne. Es war ein friedlicher Marsch, doch du wolltest den Kampf. Jetzt sind hunderte Menschen und Androiden tot. Man erntet, was man sät. Wütend, verbittert, Reue, keine Reue, Reue. Und vielleicht war mein Urteil getrübt von Wut. Aber ich tat das alles für unser Volk. Das hier führt doch zu nichts. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus?
Dialog, verborgen bleiben, Konfrontation, Dialog. Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Wütend, traurig, verbittert, nachdenklich. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Das ist wahr. Gewalt liegt in ihren Genen. Oder wer, man hat eine andere Meinung. Sie können die Gott. Dinge nicht aufhalten. Das ist aber komplett unterwegs. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Ich nehme das Ding mal an mich. Ich hoffe, wir müssen ihn nie nutzen. Was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass ich... Ja? ...froh bin, dich zu kennen. Oh. Das Küchen! Oh, Smoochie Knoochie. Ich gehe zu den anderen. Ui. Pass auf dich auf. Ja, mach mal. Ich will dich nicht verlieren. Okay. Kriegen wir hin, oder? Gut. Meine Pralinen sind leer. Eine gute Besserungspralinen. Oh shit. Okay. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Also. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Ach, Amanda, halt die Klappe. Ich soll dich lebendig abliefern. Eine etwas längere Folge, Leute. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Widersetzen, entmutigen, bedrohen, argumentieren. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Na. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Einschüchtern, Anweisungen. Na. Zwing mich nicht, dich auszuschalten. Überzeugen. Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Ja. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Bleiben, Warnschuss genug, nichts sagen. Nichts sagen. Unterminieren, Zweifel sehen, hinterfragen.
Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Weil wir den Unterminieren geschlossen halten. Komm zu uns. Schließ dich uns an. Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt. Abweichler werden. Abweichler werden! Genau da wollte ich hin mit Connor. Okay, nochmal. B. Okay, nochmal. Jetzt XX. Das Spiel hat sich geschlossen. Okay, cool. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter.